Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei mir hier auf der Fischart. Ja, wie ihr seht, der Cosplay-Fahrer, der hatte so ein paar Probleme. Ich sitze wieder hier in dem Case drin. Aber das ist ja auch die letzte Runde. Dann haben wir das Feld auch hier fertig gemulcht. Und das machen wir gerade noch selber fertig. Ich habe in der Zwischenzeit auch das Feld, die Wiese, fertig gepflügt. Und bin mit dem kleinen Waldrer mal zum Händler gefahren und habe mal so ein Bodenprobenanalysegerät geholt. Und mit dem werden wir jetzt gleich auf die Wiese fahren und uns Bodenproben ziehen. Und dann werden wir mit dem Case anfangen, da wieder schnell Gras drauf anzusäen. Und ich habe mir da auch etwas überlegt, und zwar werden wir das so machen, dass wir in Zukunft, so ist der Plan, ob der nachher wirklich dann aufgeht und ob der so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich schon nicht, aber so ist auf jeden Fall mal der Plan, dass wir hergehen. Wir werden mit der Sämaschine nur noch ganz normal das Zeug ansäen, ohne jetzt den Mineraldünger. Weil dann würden wir nämlich die folgende Abfolge machen, und zwar wir würden nämlich ansäen und dann gucken, dass wir düngen, also sprich dann den Mist ausbringen oder dann Gülle fahren, weil ein Güllefass brauchen wir auch noch, ne? Weil was sollen wir mit der ganzen Gülle, ne? Wir könnten natürlich irgendwann, wenn das Geld mal wieder gut ist, habe ich mir auch überlegt. Hey, das hier ist ja ein Platz, das ist ja noch alles frei. Den Baum, den kann man wegmachen, das geht. Wir könnten zum Beispiel hier so eine Platte hinmachen, sag ich mal, oder begradigen und so eine kleine Mini-BGA hinmachen, ne? Wäre halt eine Idee. Oder wir gehen halt her und tun die Gülle umwandeln in Mineraldünger. Weiß ich aber noch nicht, ob das geht. Müssen wir mal schauen. So, passt mal auf. Wie machen wir das? Wo stellen wir den Mulcher mal hin? Komm, den Mulcher stellen wir hier hinten mal hin. So, den Mulcher haben wir. Der ist ja bezahlt. Der nimmt uns ja jetzt auch so... Ja, außer die Unterhaltskosten nimmt er uns ja so erstmal nichts weg. So, und... Ich möchte das Durchfahrsilo möchte ich verkaufen, weil das nehmen wir nur für Mais-Silage, und Mais-Silage können wir nicht irgendwie, das ist Quatsch. Wenn wir Silage in irgendeiner Form brauchen, können wir tatsächlich hergehen und das alles mit den Ballen machen. Also das ist totaler Quatsch in dem Sinne, ne? So, jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich habe aus Versehen I gedrückt. Jetzt habe ich das Saatgut entladen. Das wollte ich nicht. Ach so, und jetzt habe ich schon noch den Mineraldünger. Ja, moin. Ja, ich möchte das Saatgut. Möchte ich wieder. Ja, moin. Ja, komm, dann laden wir wieder alles ein. Warum auch immer der das jetzt... Ich sollte mir das gar nicht ausladen. Ich wollte einfach nur das... Die Saat wollte ich ändern. Aber, naja... Hat mal einmal falsche Knöpfchen gedrückt. So, Gras. Wir wollen Gras. So. Passt auf. Dann machen wir das jetzt so. Wie gesagt, also das Keilsilo, das Durchfahrsilo, das werde ich verkaufen, weil das meines Erachtens bringt uns das nichts. Da haben wir nichts mit gewonnen. Das können wir verkaufen,
weil das ist totaler Quatsch. Ne? So, warte mal. So, und hier habe ich schon mal gemietet. Das Bodenprobengerät. Damit fahren wir jetzt mal hinten aufs Feld und ziehen uns mal die Bodenproben. Und ja, das geht auf jeden Fall. Ich habe es nämlich getestet. Und das ist die Hauptsache, ne? Und das machen wir nachher auch noch bei der anderen Wiese hinten. Weil dann haben wir da nämlich immer die aktuellen Daten. Wir können auch hergehen. Ja, wir machen eine kleine Planänderung. Wir werden uns jetzt hier die Bodenproben ziehen. Da haben wir da auch mal den Vergleich. Ob es geht oder auch nicht. Auf jeden Fall hier bei einem gepflügten Feld und erstellten Feld, da geht das auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob das prinzipiell auch bei einer Wiese geht oder ob wir die neu anlegen müssen. Keine Ahnung. Aber das können wir trotz alledem ja auf der anderen Wiese mal ausprobieren, ne? So, jetzt mache ich mal F1 auf für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. So, jetzt fahren wir erstmal hier auf das Feld drauf. Bisschen rein. Jetzt mache ich auch mal die Karte. Naja, jetzt sitze ich davor. Jetzt ist es auch ein bisschen was bescheiden. Dann machen wir das jetzt mal gerade so. Sieht jetzt ein bisschen bescheiden aus, aber ist ja mal egal. So, dann seht ihr halt jetzt hier neben meiner Schulter. Ne, da. Ne? Da müsst ihr jetzt mal auch drauf achten, ne, was jetzt passiert. Ich klappe das jetzt mal auf. Und jetzt seht ihr natürlich auch den grünen Kreis. Und jetzt könnt ihr gucken, wo ist der Kreis zu Ende, wo fängt er an, wie ist euer Feld. Dann könnt ihr zum Beispiel das schon mal eingrenzen. Dann fahrt ihr dahin an eine Position und dann könnt ihr Bodenprobe entnehmen. Einmal B drücken und dann guckt mal, was jetzt passiert. Und jetzt hat er euch eine Bodenprobe entnommen. Ja. So, und jetzt, wenn wir ein bisschen weiterfahren jetzt mit dem Trecker, dann seht ihr, da der Hintergrund braun ist, ne? Dann hat er die Bodenprobe in dem Sinne entnommen. So, und jetzt müsst ihr nur versuchen, dass ihr das ganze Feld irgendwie so in diesem Radius eingepackt bekommt und könnt immer wieder B drücken. Ja. Ich glaube, ihr könnt, also ich will jetzt keine Zahl sagen, da müsste man sich mal kundig machen. Oder es gibt natürlich auch Leute von euch, die das wissen. Die können das gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. Wie viel Bodenproben man sich entnehmen kann, bevor man das nachher abschickt, die zur Bodenprobenanalyse. Ne? So, wir brauchen ja nicht viele jetzt abnehmen. Ich bin immer so ein Freund davon, der dann jeden Zipfel irgendwie versucht, dann so mitzunehmen von dem Feld und in den grünen Kreis zu bekommen. Und dann ist das gut, ne? So, pass mal auf. Hier noch. So. Jetzt haben wir das. So, und jetzt könnt ihr zum Beispiel hergehen und sagen, oben beim F1 über mir, ne? Also da oben, ne? Steht ja Bodenproben zum Analysieren senden. Dann drückt ihr einmal Z. Und dann kommt eine Meldung, die entnommenen Bodenproben werden nun in ein Labor gesendet, um diese zu analysieren. Die Ergebnisse werden bald auf der Bodenartenkarte angezeigt. Okay, so, und jetzt müssen wir gerade ein bisschen warten und dann seht ihr, dass jetzt wieder Geld abgebucht wird. 200 Euro Bodenproben analysiert. So, das heißt, wenn wir jetzt reingehen hier in Precision Farming, und gucken hier, wo jetzt unsere Wiese ist. Da haben wir jetzt die ganzen Bodenproben. Die haben wir jetzt analysieren lassen. Kommt ihr gegebenenfalls sogar billiger weg, als wenn ihr jetzt einmal sagt, so, ich möchte jetzt die Bodenproben kaufen. Wie auch immer. Aber, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ne? Definitiv. Das ist schon mal gut. So, dann lassen wir jetzt mal gratis stehen. Und
Ja, wir können jetzt halt auch hergehen, hier wieder ansehen. Na klar, wir können jetzt noch hergehen und sagen, wir haben hier überhaupt eine Ecke. Ich bin so ein Freund davon, es gibt ja auch so eine Ecke, so eine leichte Ecke, eine schwere Ecke. Damit können wir eigentlich auch direkt ein Saatbett erstellen. So, ich kann mich auch wieder normal hinsetzen. So. gerade mal gucken. So, Ecke, 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 Ecke. Nee, haben wir nicht. Wäre ja gegebenenfalls auch noch was, ne? Habe ich die überhaupt mit draufgenommen? Die ist unter Gruppe. Tatsächlich hier. So, eine Ecke. Ich nehme da immer gerne, ja, ich nehme die mit 8 Meter. Aber wenn ihr jetzt sagt, so, wisst ihr was, ich nehme auch hier so eine kleine, könnt ihr tatsächlich gucken, die ist auch im Mod-Hub drin, ne? Gebt einfach Ecke ein oder bei Gruppe oder Lizard, wie auch hier, Ecke 5 oder PB3. Ihr werdet da auf jeden Fall was finden. Wir können, also mir geht es darum, dass wir können hier die hier nehmen. So, und da, die können wir wieder konfigurieren. Wenn ihr die Last bei schwere Ecke, ja, dann habt ihr nachher eine Grubber-Textur. Wenn ihr mittlere, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, habe ich noch nicht ausprobiert, leichte Ecke mit Reifen, also dann habt ihr hinten noch Reifen drauf, eine leichte Ecke, wenn ihr die nehmt, ne, weil die nehme ich jetzt auch, wenn ihr die nehmt und tut jetzt danach, wartet mal, habe ich irgendwo einen Trecker frei? Ja, hier, komm. Wenn ihr die nehmt und fahrt dann direkt über das Gepflügte drüber, dann erstellt ihr sofort ein Saatbett. Wenn ihr eine schwere Ecke nehmt, dann habt ihr eine normale gekrupperte Oberfläche, ne? Das nur mal so zur Info. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Erstens ist das Zeug nicht so teuer. Und zweitens mal, kenne ich es tatsächlich auch so aus dem Realen, ne? Also bei mir, klar, wenn wir jetzt gepflügt haben, dann ist es meistens so, ich glaube, das ist beim Mais nur tatsächlich, dann machen wir das in der Reihenfolge. Wenn wir gepflügt haben, dann gehen wir nachher hier und tun Gülle ausbringen, dann tun wir grubbern und dann gehen wir irgendwann nochmal mit der Ecke da drüber, um das noch kleiner zu machen und dann wird angesät. Also so machen wir das. In der Theorie würde mir ja jetzt auch dann das Grubbern fehlen, aber es geht ja. Es geht ja jetzt auch schon, dass wir mit der leichten Ecke da drüber fahren. Weil, das können wir jetzt dann auch mal gucken. Ich fahre jetzt mal gerade nochmal zu der Wiese hin. Und dann müsste man ja die Textur auf jeden Fall sehen, dass gepflügt ist. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich tue jetzt grubbern, ändert sich ja die Textur ja auch für euch. Oder prinzipiell auch für mich, ne? Dass das gegrubbert wird oder gegrubbert wurde, aber wir erstellen ja jetzt schon ein Saatbett. So. In der Sämaschine haben wir jetzt noch Mineraldünger drin. Den bringen wir jetzt doch aus, ne? Bis das leer ist, der Dünger, und dann tun wir da nur noch Saatgut rein. So, jetzt klappen wir aus. Stellen wir jetzt hier hin. So, pass auf, da zeige ich euch noch. Und zwar haben wir ja jetzt hier bei Wachstum, ne, wenn ihr mal guckt, habt ihr jetzt hier, wurde gepflügt, ne. So, und jetzt müsste das, eventuell müsste das gegrubbert werden, ne? Also dann würde das hellblau oder dieses, ja, was ist das, wie nennt man die Farbe? Ich
kennt ihr nicht, Türkis, gibt ein Saatbett. Das heißt, das Lilane müsste jetzt müsste sich ändern in dieses Türkise. Die Bodentextur, die ändert sich auch. So, wartet mal, ich fahre mal ein paar Meter vor. So. So, hier ist ja gepflügt. So, und hier haben wir jetzt eine andere Bodentextur. Stickstoff ist nix, ne? pH-Wert müssen wir auch kalken auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt eine andere Textur. Und zwar die Saatbett. Jetzt haben wir ein Saatbett. Ne? Richtig cool. So eine Ecke hier, wenn ihr gepflügt habt. Ihr könnt euch in der Theorie sogar wirkliche Gruppern sparen. Müsst ihr wissen. Aber, wie gesagt, wenn es euch trotz alledem gefallen hat, dann lasst mir gerne noch ein Däumchen da oben da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, hier auf der Fischtal. Und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschö.